Servus meine lieben Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und willkommen zurück bei Shisha Taster. Ich war am Sonntag für euch an der Intertabakmesse in Dortmund gewesen, Leute, und natürlich habe ich ein bisschen was mitgebracht. Unter anderem den Cavalier Luxury Tobacco. So sieht das Ganze aus. Die meisten werden was davon gehört haben oder das Ganze kennen. Das Ganze kommt von der El Fadi Group, also von True Passion, vom lieben Fadi jetzt. Vielen Dank für die Dose, viele Grüße an dich. Wirklich ein sehr, sehr cooler Typ. Der hat mir das Ganze hier mitgegeben für ein Review, Leute. Und zwar die Sorte Remember. Remember wird vielleicht schon ein bisschen was sagen für die Leute, die Alwaha Memories kennen. Das Ganze ist hier daran angeschlossen, würde ich sagen. Soll sein Pfirsich Spearmint. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt auf die Sorte. Denn ich liebe Alwaha Memories. Oder besser gesagt, ich habe das Ganze sehr, sehr oft und viel geraucht. Momentan von den Chargen habe ich jetzt nicht viel probiert, war jetzt nicht so überzeugt davon. Früher war das Ganze viel, viel intensiver, viel, viel leckerer, würde ich sagen. Und deshalb erwarte ich hier wirklich ein Brett des Brettes. Denn von True Passion bin ich ja wirklich sehr überzeugt und das Ganze schließt da ja an. Und deshalb bin ich hier wirklich, wirklich sehr gespannt auf das ganze Ding. Wir kommen zum Tabak selbst. Es kommt wieder in unseren True Passion Dosen für 16,90 €, 200 Gramm zu euch nach Hause. Das Ganze ist doppelt verzippt, Leute. Der Tabak ist wirklich sehr, sehr gut. Die Qualität ist optimal, mittelgrober Schnitt, keine Äste. Die Molasse ist wirklich schön eingezogen, ready to smoke das Ganze, top. Und ich würde sagen, kommen wir sofort mal hier zum Geruch. Ja, und geruchlich ist das hier wirklich das, was es sein soll. Es erinnert mich sofort an Alwaha Memories, Leute. Das Ganze hier Pfirsich im Vordergrund, wirklich ein schöner, spritziger, süßer Pfirsich. Und dann kommt unsere Spearmint-Note. Die Spearmint-Note ist nicht so wie bei diesen Spearmint-Kaugummis. Also es ist hier etwas dezenter im Hintergrund gehalten, sticht nicht so hervor und wirklich schön einzuatmen. Es brennt wirklich nichts in der Nase, nicht zu kühl, nichts. Also wirklich sehr, sehr schön. Es ist nicht dieselbe 1:1 Spearmint-Note, wie schon gesagt, wie bei den Kaugummis. Es ist wirklich ein bisschen was anderes. Aber das war bei Alwaha Memories ja genauso. Es war ja nicht diese Kaugummi-Spearmint-Note. Und hier ist es wirklich, ich würde schon sagen, fast 1:1. Ich freue mich wirklich, das Ganze hier zu rauchen. Bin wirklich gespannt. Geruchlich kann das Ding schon mal wirklich sehr, sehr gut was mithalten. Und wir kommen hier mal zum Rauchen. Wir rauchen heute in der Ian Aurora Lounge Edition. Das Ganze mit einem Tonkopf, drei Kohlen, Kamin und gib ihm. Wirklich schöne, dichte Wolken, Leute. Zum Rauch brauche ich wirklich nicht so viel sagen. Schöner Rauch, richtig geile Rauchentwicklung. Und jetzt direkt mal zum Geschmack. Geschmacklich ist das nämlich hier das, was ich wirklich erwartet habe. Wir haben hier im Vordergrund unseren süßen, spritzigen Pfirsich. Nicht zu penetrant. Also es ist hier nicht reiner Pfirsichtabak, wo ihr sagen müsst, ey, das schmeckt ja hier nur nach Pfirsich. Nein, der ist wirklich schön dezent gehalten. Aber man merkt das Ganze und der ist wirklich sehr, sehr lecker. Und dann, wie schon im Geruch, kommt unsere Spearmint-Note, die aber auch genauso wie im Geruch nicht wie ein Kaugummi ist oder wie sie diese typischen penetranten Spearmint-Noten sind, sondern wirklich schön dezent im Hintergrund, nicht zu kühl, aber ihr merkt das Ganze, wirklich schön frisch, angenehm zu rauchen. Und ich muss sagen, es erinnert mich wirklich stark an Memories. Und es freut mich wirklich, dass das Ganze hier so gut geklappt hat. Das Ding schmeckt mir wirklich bombastisch zu 100% und es ist einfach nur Wahnsinn, Leute. Das Ganze lässt sich wirklich ohne Probleme rauchen. Es kratzt nicht, es drückt nicht, so wie es sein muss. Diese Spearmint-Note ist nicht zu penetrant, nicht zu übertrieben, kaugummilastig. Es ist wirklich perfekt abgestimmt und das Ding gefällt mir hier so gut. Also von mir aus, von meinem Fazit her, wir kommen hier 16,90 € haben wir wieder für die Dose Cavalier. Genau wie bei True Passion, Leute. Wir haben einen super Schnitt, wir haben eine super Tabakqualität und wir haben wirklich einen super Geschmack.
Von mir gibt es eine dicke Taste-Empfehlung für die Leute, die auf diesem Memories-Trip waren früher oder immer noch auf diesen Alwaha-Memories abfahren, wird das ganze Ding hier wirklich bombastisch schmecken. Aber auch für die Leute, die mal was anderes probieren wollen, Leute, das Ganze hat wirklich Potenzial und es ist einfach nur bombastisch, Leute. Testempfehlung geht natürlich von mir raus, Leute. Und das war's auch schon wieder zum Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann Daumen nach oben. Es kommen noch ein paar andere Cavaliers-Sorten. Freut euch drauf. Wir sehen uns das nächste Mal, Leute. Bis dahin, immer schön tasty bleiben. Macht's schön gut. Ich bin draußen, euer Shisha-Tester. Tschaußen.